Das heutige Thema heißt eher Selbstversorgung. Bleibt dran. So, heute also mal etwas komplett anderes, und zwar habe ich durch Zufall Inspiration gefunden auf einem YouTube-Kanal, der da heißt Der Selbstversorger-Kanal. Ich werde euch den Link dazu unten in die Videobeschreibung packen. Wer sich für Gartensachen interessiert und solche Geschichten, den kann ich diesen Kanal wirklich nur wärmstens empfehlen. Schaut da also gerne mal rein. Und die Leute, die mir auf Facebook und Instagram folgen, die wissen, dass ich schon seit letztem Jahr immer mal wieder mit solchen Geschichten am Experimentieren bin. Das heißt, ich versuche mir dann so selbstversorgerisch einfach so ein paar kleine Pflanzen anzubauen, um da dann eben Erfahrungswerte zu sammeln. Das heißt, ich habe jetzt hier oben im Grunde einen kompletten Tomatensalat am Wachsen, ja? Und Gewürze für die Suppe und fürs Fleisch. Jetzt habe ich durch diese Inspiration eben auf diesem Kanal gesehen, wie einfach es theoretisch ist, sich Knoblauch anzubauen. Und weil ich zufällig so einen alten Knoblauchzehen rumliegen habe, musste ich jetzt natürlich diesen kleinen Selbstversuch hier starten. Wie es halt meistens so ist, hört sich das gesamte Ding wieder mal sehr unspektakulär an. Ja gut, dann nimmst du die Knollen, schmeißt in den Boden rein und gut ist. Ja. Das habe ich jetzt natürlich ein bisschen nachrecherchiert, ein bisschen nachgeschaut. Ich weiß, ich bin von der Zeit ein bisschen spät dran. Ich weiß, dass meine Erfolgsaussichten sehr, 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 sehr gering sind, um überhaupt irgendetwas zu erzielen. Nichtsdestotrotz möchte ich es jetzt einfach mal versuchen, um mich dann quasi für das nächste Jahr vorzubereiten. Ich habe hierzu einen Knoblauchzehen zerlegt, um dann die kleinen Knollen herauszuholen. Und ich habe da jetzt verschiedene Varianten. Das heißt, ich habe einmal, also um zu sehen, wie das Wachstum nachher so funktioniert, was sich da am besten geeignet hat, habe ich jetzt ganz normale Knollen oder Zehen komplett versiegelt noch mit dieser weißen kleinen Schicht drauf. Dann habe ich welche, die hier oben nur angerissen sind. Und dann habe ich welche, die komplett freigelegt sind. Und die werde ich jetzt mit System hier einbuddeln und dann einfach mal abwarten, was passiert. So, für diese ganze Geschichte habe ich mir jetzt hier ungefähr so 1,20 Meter auf 80 cm große Fläche freigemacht. Das heißt, ich habe jetzt hier das ganze Gras rausgenommen, den Boden aufgelockert und schau, dass jetzt hier so wenig wie möglich Wurzelwerk von den vorherigen Wiese oder Unkraut, was auch immer da alles gewachsen ist, weg ist. Einfach damit das so frei wie möglich ist. Hab das schön aufgelockert. Ja, sieht, sieht richtig lecker aus. Das ist ein schöner Mutterboden. Für die, die jetzt zuschauen und denken, Gott, das sieht ja jetzt schon dilettant aus und ich habe noch nicht mal angefangen, sei gesagt, ich kenne mich mit diesen Geschichten wirklich absolut gar nicht aus. Ich betrete hier absolutes Neuland. Ich finde das aber recht witzig und auch interessant. Und ich hoffe, den einen oder anderen von euch interessiert das auch. Wer weiß, vielleicht inspiriere ich den einen oder anderen dazu, sich auch ein paar Kleinigkeiten so anzupflanzen. Es ist nämlich wirklich erstaunlich, wie viel so zwei so Tomatenpflanzen alleine produzieren können. Ich habe jetzt wirklich durchgehend immer frische Tomaten. Das ist unglaublich. Ich habe seit 3 Wochen täglich frische Tomaten. Und ich finde das einfach super cool und alles, was du halt für den Salat brauchst, wächst direkt nebendran. Das heißt, ich brauche mich um sowas nie wieder zu kümmern. Ich tue einmal am Tag so ein bisschen Wasser drüber, Gudis. Und jetzt hier zum Spaß einfach mal das nächste Experiment, also mal eine größere Pflanze. Schauen wir mal. Boah. Also jetzt als allererstes werde ich die 3 komplett offenen, also die ich komplett geöffnet habe, eingraben. Hierbei ist eigentlich nur darauf zu achten, dass die Spitze nach oben zeigt. Das Bodending nach unten. Niemand konnte sich wirklich darauf einigen, wie tief man das Ganze jetzt eingraben soll. Ja, und deswegen mache ich jetzt einfach mal so, was weiß ich, 5, 6 cm. Zehn cm Abstand ungefähr. Pi mal Daumen, das größere, zack. Und dann den dritten in dem Fall. Dann als nächstes die halb aufgebrochenen, also wo die Spitzen frei rausschauen, aber der Rest noch geschlossen ist. Von denen habe ich 2 und dann eben noch 2 komplett verschlossene. So ein bisschen Wasser drauf, das war es dann eigentlich schon. Na, hoffentlich hilft viel, viel. So, und dann dekoriere ich mir das noch schön. Nicht, weil ich es jetzt unbedingt schön mag, in dem Sinn, sondern einfach, damit ich nachher genau weiß, wo meine Pflanzen gewesen sind.
So, ganz wichtig für mich ist es bitte, dass ihr nochmal bedenkt, um was es hier eigentlich wirklich geht. Für mich geht es nur darum, hier ein kleines Experiment zu starten, welches Saatgut jetzt hier am geeignetsten ist, um dann für nächstes Jahr gewappnet zu sein. Es geht mir hier rein um den Erfahrungswert, wie das dann nachher optimierbar ist und für mich dann nachher tatsächlich so zur Anwendung kommen kann, dass ich mir wirklich tatsächlich Knoblauchzehen selber züchten kann. Ja? Bevor ihr also hässliche Kommentare unten reinschreibt, denkt immer dran, wenn ich ein Video mache, wo es ums Feuer geht, kenne ich mich auch super aus und würde niemals über einen von euch lästern, wenn er rausgeht und irgendwas versucht. Dementsprechend seid doch bitte gnädig zu mir, wenn ich jetzt hier einfach mal einen Selbstversuch starte, der von vornherein vermutlich sogar schon zum Scheitern verurteilt ist. Ja? Also immer ganz, ganz locker bleiben, bitte. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt, glaube ich, hier an einem Punkt angekommen, wo wir eine kleine Wette starten können. Das sind also die komplett geschälten, halb geschält und noch komplett dichten. Welche, glaubt ihr, wird hier am Ende, sagen wir jetzt einfach mal in 2 Monaten, am vielversprechendsten sein? Ich werde euch selbstverständlich dann über Facebook und Instagram da immer auf dem Laufenden halten. Also ich werde dann da kleine Bilder setzen, damit ihr das dann auch schön mitverfolgen könnt. Was haltet ihr generell selber von solchen Selbstversuchen? Baut ihr zu Hause denn auch irgendwas an? Wie jetzt bei mir zum Beispiel auf dem Balkon mit den ganzen Tomaten und alles, was man dazu brauchen würde, um damit einen Salat zu machen oder Suppe oder ähnliches. Und habt ihr vielleicht auch selber einen kleinen Garten, wo ihr was macht oder habt Interesse an sowas? Schreibt das mir doch bitte mal unten in die Kommentare. Ich würde mich natürlich wie immer über einen kleinen regen Austausch sehr freuen. Ansonsten bleibt mir jetzt hier in dem Fall nur aus meinem Garten zu sagen, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Und wenn ihr abonniert, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.